Soll ich anfangen? Okay, warte. Hi! Boah, ich kann das echt nicht. Hi! Wir sind hier gerade in DM. Ich beginne den Vlog für Andrea. Wir sind in DM in Riverside. Wir gehen mit der Klasse später Billard spielen. Und deswegen wollte ich es aussehen. Andrea hat mir gerade Lippenstiftung in den Mund gemacht und das ist jetzt scheiße, das ist Lippenstiftung. Also Leute, ich wollte eigentlich DM kommen, um mein Getränk zu kaufen, aber wir sind hier in diese Make-up-Abteilung stecken geblieben. Ja. Wie vlogge ich, Leute? Was ist das für ein Vlog? Manche Leute machen so, manche Leute machen so und ich mache immer so. Das ist scheiße. Machst du Gilder? Mach Gilder. Ja, machst du? Ja. Okay. Sie macht Wimpern. Nein, wir sind zu lang. Ja. Hanja, was treibst du? Gut gemacht, Hanja. Ich kann bloggen. Ja, Hanja macht's richtig spannend. Wir sind irgendwie bei was. Das ist halt so ein Zentrum. Gilder hat sich ihre Lashes gekauft. Sie macht jetzt ihre Lashes. Macht jetzt ihre Lashes. Habt ihr Bilder gespielt? Wenn ihr Bilder gespielt habt, schreibt in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, dass ich Bilder gespielt oder auf Handy gespielt habe. Irgendwann habe ich Bilder gespielt, als ich klein war. Ich weiß nicht wie. Ja! Wir haben gerade so viel Spaß, oder? Ja. Ich wollte Getränk kaufen! Scheiße, wofür sind wir jetzt reingegangen? Ja, immer! Ja. Okay, ich gehe schnell. Getränk. Andrea, willst du auch reingehen? Okay. Boah, Leute. Ich hab voll vergessen. Ich geh schnell. Ich kaufe einfach von der M. Weil sonst sterbe ich. Cola. Ich hab gekauft diese FD. War das Deutsch? Ich wollte sagen. Oh mein Gott, Andrea, bitte schnell nicht alles rein. Das ist so peinlich. Okay, ich beende hiermit den Vlog. Aber es sieht wirklich gut aus. Gula hat ihre Wimpern. Seid ihr komisch, oder? Es sieht nicht so aus, als ob meine Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Dann kommen wir rein. Wir gehen rein! Du kannst es kurz abnehmen, wenn es dir zu viel wird. Okay, geh mal aufs Klo. Hast du nur ein Auge gemacht? Ja! Digga! Ich lauf gerade mit deiner Wimpern rum. Ja, warum? Warum habt ihr nicht beide gemacht? Ich hab voll gut geblockt. Aber ich nenne nicht alles sehr okay, an. Ich werde eh nicht alles machen. Okay, warte. Hallo, Frattings. Ja, wie läuft's so? Cool. Leute, Andrea muss das. Aber das ist ein schwarzes. Oh. Leute, guckt mal, diese schwarze Kugel hier. Das kann bald reingehen. Oh, Hanja! Gut, Hanja. Hi, Leute. Man sieht uns fast gar nicht. Nee, was ist das für ein Halter, Mann? Okay, warte kurz. So. Ist besser, aber wir sehen sowas von ugly aus. Ja, ey. Wäsche auf alles. Ich zeig dir die hässlichsten Gangster. Ich hoffe, wir sehen so ugly aus. Ja, noch mal. Leute, wir sind jetzt fertig mit unserer Partie. Wer gewonnen hat, ist... Hanja. Sie hat das Schwarze am Ende geschossen, aber doch so. Ich dachte zuerst, Hanja wird das schießen. Aber da habe ich verloren. Aber Hanja war eine ganze Game hat. Ja. Aber Hanja hat wirklich gut gespielt. Echt? Ja, ich fand schon, du hast sehr gut gespielt. Das ist voll viele drin. Ich war aggressiv. Ich hab dir alle beschimpft. Ja, du warst voll aggressiv. Ja. Jetzt warten wir mal auf Seth und Nicole, die uns das Spiel beigebracht haben. Mhm. Credits an das die. Das ist unser Boss. Gell? Nicole ist unser Boss. Oh, Frattin spielt. Ah, oh, warum spielt sie nicht mit uns? Gell? Weißt du warum? Weil sie uns nicht leiden kann. Sie hat mich dreimal heute angeschrieben. Ach, sie saß mit diesen Stöcken aus wie ein Nashorn.
Also ich stich euch alle ab, ich stich euch alle ab. Hania, so geht man nicht mit Patellen, die nach oben. Und dann, ich freue mich so, dass ich alles geschossen habe, Hania, ein bisschen mehr so reden. Aber du kannst doch ein bisschen weniger reden, nicht so mehr, ich kann nicht so gut reden. Mitspielen. Warum? Ja, Snooker, ey, schon. Was ist der Unterschied zwischen Snooker und Billard? Ja. The fuck? Tina, möchtest du in meinem Vlog? Was möchte ich? In meinem Vlog? Ist in meinem Vlog? Warte, wir sehen hier ugly aus, deswegen, warte kurz. What's up, oh mein Gott, sie sind mein Vlog. Warte, sehen wir werden gemobbt, weil wir YouTube machen. Gell, ich hoffe alles. Nur gemein. Weißt du was, die sind nur eifersüchtig, weil wir solche Stars sind. Danke. Ich muss euch eine Info zu Tina geben. Tina ist meine mentale Motivatorin. Sagt man das so? Motivatorin, gell? Motivationscoach. Motivationscoach, ja, genau. Nochmal? Nein, warten wir, bis die fertig sind. Schau mal, wie es bei denen läuft und dann, jo. Schau mal, wenn ich Geld hätte, ich hätte das gekauft. Das sind Urlaub, warte mal. Ja, und was ist das? Das da? Warte, probier mal das. Anja fehlt! Anja fehlt! Du bist so lustig! Hi Leute, kommt zu einem neuen Interview von mir. Ich bin Sabine und ich gehe mich jetzt anziehen, weil ich jetzt zur Schule muss. Und da rede ich halt. Leute, wir müssen jetzt in die Schule, ich habe so keine Lust. Du weißt du nicht, das ist nicht nur das einzige Problem. Ich sehe heute so hässlich aus, das ist das zweite Problem. Und ja, das hat was zu sagen? Nein, außer ich will nicht. Ja, ich auch. Wir müssen jetzt gehen. I look ugly. Hi Leute, also ich habe in der Schule und auf dem Weg nicht viel gevloggt, weil ich irgendwie keine Zeit hatte. Und in der Pause hatte ich auch immer irgendwas anderes zu tun, deswegen hatte ich nicht wirklich viel Zeit zu vloggen und das tut mir nochmal richtig leid. Ich werde morgen wieder viel vloggen. Ich hoffe, ich schaffe es und ich werde nicht irgendwie, ich sage das nur so und dann mache ich es nicht. Ich werde morgen wieder viel vloggen, weil ich es schaffe. Ich wollte irgendwas in der Früh sagen und habe es total vergessen. Also eine Sache, die ich sagen wollte, ich habe nämlich euch gesagt, ich werde euch berichten, wie es mit meinem TikTok-Fall weitergegangen ist. Also es ging dann so weiter. Es ging dann so weiter, dass ich dann... Es ging dann so weiter, dass ich eine E-Mail geschrieben habe. Ich habe an dir eine E-Mail geschrieben. Ich habe mir... Oh, what the fuck, Andrea, was laberst du? Also, es ging dann so weiter, dass wurde gesperrt und ich wusste nicht, ob ich mir einen neuen Account machen soll oder nicht. Und ich habe halt viel überlegt und so. Und nach 2 Tagen oder 3, glaube ich, habe ich dann gesagt, okay, weißt du was, scheiß drauf, ich mache diesen Account. Und falls mein alter Account in dem Fall gesperrt, also wieder aufgemacht wird, würde ich den als Backup-Account benutzen. Als Account, den ich halt benutze, wenn bei dem anderen irgendwas passiert ist, wie gehackt oder irgendwas sowas. Und ja, das war halt mein Plan. Und deswegen habe ich mir einen Account gemacht und ich dachte halt, es wird nicht lange dauern, die werden mich wieder entsperren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich bin nämlich noch bis heute, ist mein Account immer noch gesperrt. Und das enttäuscht mich so sehr, weil ich 7000 Follower da hatte und das ist nicht wenig. Das ist echt nicht wenig. Nicht, dass mich Zahlen irgendwas kümmern, aber ich habe mir da schon was Richtiges aufgebaut. Hat mich schon ein bisschen traurig gemacht am Anfang. Ich habe denen dann eine E-Mail geschrieben, also glaube ich, nachdem ich meinen neuen Account gemacht habe,
habe ich denen erstmal so eine E-Mail geschrieben. Ich glaube, nach einer Woche oder so, nach zwei oder einer Woche, keine Ahnung, habe ich denen erstmal so eine E-Mail geschrieben und habe halt geschrieben, dass mein alter Account gehackt wurde und dass ich meinen Account gerne wieder zurückhaben würde, dass sie den aufmachen sollen und dass seit wann ich den habe und was genau passiert ist. Ich habe das halt alles in so eine E-Mail verpackt und das erklärt. Ich habe es abgesendet und ich habe keine Antwort bekommen, was mich dann auch sehr aufgeregt hat, weil ich mir gedacht habe, da stand sogar, wenn du ein Problem hast, melde dich bei dem Support-Team, irgendwas sowas. Dann habe ich mich da gemeldet und die haben mir nicht geantwortet. Ich hätte mir schon gerne eine Antwort erhofft. Dann ist eine Zeit lang vergangen und so und dann habe ich bei meinem neuen Account ein bisschen so rumgeforscht in den Einstellungen. Da habe ich da so eine Einstellung gefunden für, wenn du Hilfe brauchst. Da konntest du dann direkt von der App aus eine E-Mail schreiben und das in die versenden, dass ich dann gleich lesen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe die gleiche E-Mail, die ich geschrieben habe, also letztens so, kopiert und eingefügt und ich habe es denen dann auch gesendet. Also ich habe denen auch geschrieben zum Beispiel, dass ich oft gesperrt wurde, weil ich wurde in meinem neuen Account, das war das gleiche Problem wieder, ich wurde wieder gesperrt und dann wurde ich wieder entsperrt, wann die einfach wieder mal Lust hatten. Und also nicht mein Account, also die Videos dort wurden immer gesperrt und entsperrt. Das habe ich denen auch alles geschrieben. Ich habe da noch ein paar Sachen dazu geschrieben und so. Jetzt schon so ist ein bisschen länger her. Ich war krank. Ich war ja eine Woche krank und so. Und dann, nachdem ich eine Woche krank war, habe ich dann, glaube ich, nach 3 oder 4 Tagen wieder ein TikTok gepostet. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe halt viele TikToks gepostet. Und ich habe gemerkt, meine Videos wurden nicht mehr gesperrt. Oder beziehungsweise, es wurden 2, 3 gesperrt und die wurden wieder entsperrt. Und deswegen denke ich, dass TikTok meine E-Mail gelesen hat. Und ich weiß nicht wieso, das ist nur so ein Gefühl von mir. Aber meine Videos werden einfach nicht mehr gesperrt. Und da gestern habe ich zum Beispiel was gepostet und meine Videos wurden nicht gesperrt. Alle sind offen, bis auf eines. Aber das ist nicht so schlimm, weil es wird besser, das Problem. Und das freut mich natürlich. Ich bin immer noch traurig, dass mein alter Account nicht offen ist. Ich würde mir schon gerne wünschen, dass er wieder offen ist. Ja, mal schauen, was die Zeit so bringt. Also das ist erstmal zum Stand zu meinem TikTok-Account. Falls wieder was Neues dazu kommt oder so, wieder irgendwas davon berichten. Weil irgendwie, ich finde das so interessant. Also bei mir jetzt gibt es gerade nicht viel zu tun und nicht zu viel zu erzählen. Ich werde jetzt dann gleich oder vielleicht auch später kurz rausgehen, um was zu besorgen. Und ja, ich muss eigentlich noch ein Video drehen für Mittwoch, weil ich habe kein Video. Ja, ich höre jetzt erstmal auf zu reden, weil ich glaube, ich habe mich jetzt hier voll gelabert. Und ja, wir sehen uns dann später. Hallo Leute. Das ist nicht mal an. Oh, du hast schon angemacht. Ja. Super. Und wir gehen jetzt zu Spar, weil Andrea auf Trafe will. Man sieht uns jetzt nicht so gut, weil die Sonne hier ist. Ah, vielleicht könnt ihr uns sehen, aber ja, wir können uns nicht sehen. Und Andrea muss ah, ja, genau, etwas sagen. Ja, genau, ich muss uns noch etwas sagen. Das muss ich sogar extra die Kamera halten. Also Leute, ist das so krass, ist passiert. Also ich habe jetzt... Hi! Ich habe jetzt einen Anruf erhalten von Reginas Freundin. Ja, genau, Reginas Freundin. Weil, ja, wir waren uns nämlich, wie ihr gesehen habt, bei so einem Vlog. Falls ihr den Vlog nicht angehört habt, der Vlog ist in der Infobox verlinkt in der Infobox. Genau, der Vlog ist in der Infobox verlinkt, falls ihr euch den anschauen wollt. Wir waren nämlich anmelden bei so einer Schule, wir hatten auch nochmal Gespräch, Computertest und so weiter. Und dann... Okay, tut mir, ich kann kaum atmen, ich bin so aufgeregt. Also genau, Computertest und so. Und die haben halt gesagt, ja, ich bin gespannt, ob wir aufgenommen werden und so. Und ja, heute haben wir das Ergebnis bekommen. Die hat mich angerufen. Und sie hat teilgenommen. Ich wurde nicht aufgenommen. Ich war so geschockt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich dachte mir im ersten Moment so, scheiße, jetzt muss ich Bewerbungen schreiben und so. Und dann auf einmal sagten mir, es war nur ein Spaß. Ich wurde aufgenommen. Und Regina auch. Und ihre Freundin auch natürlich, ja. Es gab so eine Liste. Ja, die wissen nicht, wie ausgeflippt ich bin. Das war so... Ich kann das kaum beschreiben. Ich bin so glücklich, irgendwie, dass ich aufgenommen würde. Leute, es werden so coole Videos kommen, wenn ich in diese Schule gehe. Yay. Also ich schaffe jetzt die Bombe. Was ich will, ist Jelly Beans, aber Andrea hasst Jelly Beans. Oh, geil. Wir könnten so eine Challenge machen. Ja, aber die Jelly Beans kosten 3 Euro. Da gibt's Reese's. Oh, ich dachte, das ist Reese's. Ich liebe Jelly Beans. Ich will Jelly Beans, aber es ist trotzdem teuer. Okay. Können wir so eine gute Challenge machen. Okay, ich schwöre. Ich will, das sind das Süßigkeiten. Ich
zum Beispiel so eine Challenge machen, aber Nico gestern hier weiß halt nie, was er ist. Und er hätte noch Kaugummi. Leute, schau, was sie hat. Das da. Billig Twix. Wisst ihr was? Es gibt immer hier so Sachen. Wenn du dir drei von den Milka kaufst, also diese drei Dinger, so wie das da oder das da kaufst, dann kriegst du das gratis. Ich finde das so cool. Ich schwöre nur Werbung, aber neue Kaugummis. Wie sehen die aus? Voll dick. Aber 99 Cent billig. Ja, aber dann nicht gekostet sie. Und damit bist du dir sicher, wenn du Kaugummi nimmst. Ja, ich will diese Kaugummis. Nimm lieber kein Kaugummi, weißt du so? Zu süß? Nein, aber... Oder willst du so gerne? Ich hab Bock auf Kaugummi. So, okay, nimm da. Gott, ich hab so Husten, ich bin ja bei in die Schule gegangen. Und wisst ihr was? Also... Nichts, kann ich nicht sagen. Weißt du, dieses Eis auf mach keine Werbung. Was? Aber weißt du, es ist noch so ein bisschen kalt. Ich muss wieder krank werden. Ja, ich auch. Ja. Schauen wir weiter hier. Hier gibt's nichts. Wir können, glaube ich, schon gehen, oder? Schula. Okay. Das machst du Spaß hin. Und ich habe ein Geschenk für dich. Happy Birthday. Dankeschön. Ich habe bald Geburtstag. Ich muss sie mir das schenken. Aber ja, geht. Ich habe die ganze Zeit nur schon an Twix gedacht. Na, nur an das hast du recht. Nein, an echten Twix, aber die Twix schmecken genau wie die Original-Twix. Ja, ist eigentlich auch Karamell dazu. Und dazu machen wir später weiter. Ja. Hi Leute, das ist das erste Mal, dass ich so viel Zeit habe, mich noch bei euch zu melden. Weil normalerweise, immer wenn ich in der Früh Zähne putzen gehe, ich fertig mache und so, habe ich normalerweise nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt schon, wie viel Zeit habe ich jetzt noch, bevor ich in die Schule muss? Das ist 30 Minuten. Ups. Ja, 30 Minuten. Und ja, ich freue mich sehr, ich habe schon gegessen und so. Das Einzige, was ich nicht will, ist in die Schule gehen. Ich chille jetzt noch ein bisschen und dann, ja. Du findest mich? Mhm. Wie dumm. Also Leute, wir hatten gerade Stunde und... Hör auf, das interessiert mich nicht. Du hast jetzt was anderes zu tun und du tust... Hey Leute, ich bin wieder zurück. Also Leute, ich hatte letzte Zeit nicht so viel Zeit in der Schule zu vloggen. Es tut mir so leid. Ich schwöre, ich fühle mich so schlecht, dass ich so wenig vlogge. Aber wie auch immer, ich wollte nur ein paar Sachen erzählen, die mir so in den Kopf gekommen sind. Irgendwas wollte ich zuerst erzählen, aber ich habe es vollkommen vergessen. Ich habe auf jeden Fall kein Video für morgen, weil morgen ist Mittwoch und da poste ich normalerweise auch was. Entweder ich schaffe es jetzt ganz schnell an der Reihe, ein Video zu machen, oder ich bin sowas von am Arsch. Ja, ich habe jetzt nicht viel zu tun. Und ich stehe, weil ich nämlich immer sitze und hier die Kamera aufstelle, was eigentlich angenehmer ist, aber ich finde es schon so ein bisschen... Ich habe mein Ärgere dich nicht gespielt und ich habe gewonnen gegen meine Schwester. Ist noch irgendwas Schönes passiert? Ich denke nicht so. Vielleicht fällt mir später wieder was ein und ja. Aki. Mann, ist so 11 Euro. Jetzt ist kaufen, wenn es 1 Euro hätte. Du hast dein ganzes LOL schon verloren. Also Leute, ich hab euch gar nicht mitgenommen, warum ich rausgegangen bin. Also ich bin rausgegangen, weil ich mir heute einen neuen Concealer oder Foundation gönnen wollte, weil ich so lange kein Make-up mehr gekauft habe. Deswegen wollte ich mir was Neues kaufen. Hier gibt es aber nicht viel, deswegen gehen wir jetzt zu einem anderen Geschäft gleich. Aber zuerst schauen wir noch Monikas Sachen an, oder? Ja. Leute, ich habe vergessen, euch mitzunehmen. Also meine Foundation... Oh, es ist grün. Egal, wir warten auf den Example, gell? Also wir haben Foundation gefunden. Allerdings war sie nicht in meiner Preisklasse, deswegen werde ich nächstes Mal eine Foundation kaufen. Und Concealer wollte ich, also ich hatte genug Geld, Concealer zu kaufen, aber ich wollte nicht kaufen, weil ich wollte eher Foundation statt Concealer, weil Concealer ist mir jetzt nicht so wichtig. Und ja, und gerade was zu sagen? Nein, nicht so viel. Ja. Wir gehen jetzt noch in ein Geschäft, weil Monika Bastelsachen möchte. Ja.
Monika findet kein Bundpapier, deswegen ist sie klaulig. Leute, ich habe keinen Bock auf Stunden. Deswegen mache ich einfach gar nichts. Hello guys, I'm going to do ASMR. I'm so good noise. Hallo guys, wir sind jetzt in der Toilette. Mir war langweilig in der Stunde, deswegen... Hast du einen Block in der Stunde? Ja, ein bisschen. Ich? Ja, ich habe ASMR gemacht. Vielleicht schneide ich das rein, wenn es nicht peinlich geworden ist. Ich? ASMR? Aber jetzt stimmt denn nur. Ich wollte auch andere Sachen machen. Ja. Habe ich schon gesagt, dass Anja zurück ist? Ich glaube nicht, wenn ich dann... Und sie ist dann der Quatsch. Sie wird dann auch gewinnen. Ja. Ich glaube, wir sind fertig. Sind wir immer noch? Ja. Habt ihr das gerade gesehen? Das war Action. Das war echt Action. Gell? Genau, okay. Ich habe euch vorher meinen Kalender auf dem Tisch gezeigt. Ich zeige euch das dann genauer. Also falls ihr euch fragt, was es ist, das ist so ein Kalender, den ich gemacht habe. Damit ich zählen, genau, damit ich zählen kann, 4 Tage ist noch schlimm, bis Schulschluss. Ich habe meine Freundin staunt gerade, weil ich in der Schule vlogge. Du hast so möchtest du mal Hallo sagen? Nein, hier ist es gerade peinlich. Sie ist noch ein bisschen schüchtern. Sie ist gerade aber das ist kein Problem. Hanja war auch noch so am Anfang. Ja, aber auch, ich war voll gut. Ja, sie war aber echt voll gut. Ich schwör's. Als hätte sie das geübt. Sie denkt gerade nach, ob sie in die Kamera kommen soll oder nicht. Hier sieht ihr gerade den Stift. Gibt sie mal guter Anfang. Anfang. Komm, Emine, komm, bitte. Ja, komm. Sie ist sehr schüchtern, deswegen. No problem. Gibt's irgendwas zu erzählen, Anja? Nein, wir haben jetzt 2 Stunden Mathe. Ich besorge das Sie. Was, wir haben noch mal Mathe? Ja, wir haben noch eine Mathe. Doch, hä? Siehst du, wir reden jetzt über Kino, hat sie gestern gesagt. Oh, zum Glück. Ich hoffe, wir reden die ganze Stunde über Kino. Ich hoffe. Kennt ihr Alita? Alita? Ja. Wer ist das? Das ist ein Film. Ist das geil? Ist das geil? Es ist so geil. Ist das wie Haus des Geldes? Nein. Haus des Geldes, das war so geil. Ich kenne Serie. Echt? Ich habe gesagt, irgendwann in April oder Mai. Von was? Haus des Geldes. Was? Es kommt noch eine Staffel? Ja, Mann. Schwör! Ja, aber was passiert? Diesmal in Amerika. Die machen was über von der Welt. Schwör, die treffen sich wieder! Die treffen sich wieder! Genau, ja. Trump hat dich angeschaut. Ja, das war, so geil. Das die Ende. Treffen sich dann auf dieser einen Linie. Gell? Oh mein Gott, das war so süß! Wer ist denn geiler? Tokio oder Nairobi? Keine ich bin Tokio. Naja, Tokio. Nairobi ist viel tougher, sie traut sich mehr. Echt? Ja, ich bin da oben ein bisschen so. Okay. Ja, solange sie keine Nase sie ist eh, aber Tokio sieht besser aus. Ja, ja, du machst heute die Schule, gell? Ja, ich mach schon die ganze Zeit. Ja? Ja? Das ist auch einer. Hi! Möchtest du jemanden grüßen? Schaut eh niemand zu mir. Egal, grüße trotzdem. Yo, yo, Nikola. Er hat Nikola gegrüßt. Welcher, unser? Ja, ich denke schon, ja. Das ja, möchtest du jemanden grüßen? Ich grüße meine Mutter. Ja. Wie lange wird das Video? Ich weiß es nicht. Ich vlogge es mal so lange, bis etwas Spannendes passiert und dann hören irgendwann auf. Ich hoffe, wir gehen wieder. Ja, okay, ich hoffe auch. Nicht wie das ist präsent. Das wäre so scheiße. Weiß, Sabine. Ja, hallo. Wen hast du?
Du weißt schon. Oh, wir dürfen das jetzt hier nicht sagen. Aus rechtlichen Gründen. Ah ja, ich hab noch gesucht. Es ist so geil. Es gibt noch andere Farben. Ja, es gibt auch gelb. Aber ich habe diese Farbe nicht gesehen. Nein. Schau, ich zeig euch diesen Gloss. Das ist nicht Werbung. Also, dieser Gloss ist von dieser Gloss ist von Catrice und der ist so geil. Wir werden euch dann später für euch swatchen. Du hast noch den gekauft? Wir werden das dann später für euch swatchen. Könnt ihr das sehen? Das ist gut. Oh, bitte, bitte. Das ist mein Motivationskalender, wie ihr sehen könnt. Tut mir leid. Da habe ich alle Tage aufgeschrieben, wie viele noch fehlen und das Datum, weil wir frei haben. Und manche habe ich so Motivationssprüche. Und ja, da habe ich dann nur noch, was das alles bedeutet. Leute, wir haben gleich Schularbeit und wir sind alle voll am Arsch, wenn wir nicht gelernt haben. Ja, weil Freunde hat mir die Idee gegeben, euch davon zu berichten. Möchtest du was dazu sagen? Es ist scheiße. Mein Leben ist vorbei. Ja, mir geht's genau. Ich hab Bock auf Kekse. Ich auch. Ich hab Bock auf Twix. Ich hab gestern Twix gegessen. Ich auch. Gell? Ja. Gell? Warte, kommt auf. Andrea und Eselkopf sind gerade auf TikTok. Was ist das? Das nennt man Strichmännchen. Oder? Strichmännchen-Spiel? Oder? Nein. Keine Ahnung. Was ist das? Gell? Irgendein Name hat das gehabt. Eselkopf. Habe ich schon eh gesagt? Ja. Oh. Also Leute, ich werde Deutsch aber so viel. Sie sollten immer lernen, Ich hab verloren! Bitte machen wir es jetzt nicht so. Ich warte, wer kommt mit auf so einen Scheiß? Ja. Schau, wie er sich fühlt. Ja. Yeah. Sie hat sich endlich gezeigt! Ich hab mich nicht freiwillig gezeigt. Nach drei Aufnahmen! Eselkopf, du magst es! Boah, das sieht an dir so schön aus. Zeig mal. Danke. Aber du schneidest nicht raus. Okay. Hallo, hier. Ach genau, ich wollte euch noch das Ding zeigen. Genau, das ist unser Lipgloss. Also ihr Lipgloss. Schau, wie geil das aussieht. Ich mache jetzt keine Bewegung mehr mit dem Lipgloss, damit das nicht etwas pervers aussieht. Weil ich könnte ja nicht so... Ja, also das ist dieser andere Lipgloss. Ich empfehle euch den Lipgloss sehr. Schaut euch den an. Damn, girl. Genau, das ist keine Werbung. Aber vielleicht will er nicht dabei sein. Willst du uns kriegen bei der Schularbeit? Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Tina. Ich hab deutsche Verkackt. Ich hab so reingeschissen. Ich bin unten eingeschlafen. Schiff einfach. Du schaust auf den Schlafen. Schiff einfach. Wir haben reingeschissen. Es geht. Gell? Das ist eh nur eine Schularbeit. Warte, warte, warte. Die haben sie aber das Zeug nicht geschaut. Ich sehe die nicht. Ah. Hanne, du musst gute Noten haben. Weißt du warum? Ich bin so schlecht darin. Die haben gesagt, diese Aufnahme, bei diesen Dingen geschaut, die Aufnahme, die nur wenn dein Fuß. Ich hatte eh gute Lust. Alles war gut. Da kommt sie. Anja. Und sie kommt. Wir können schon wegruhen. Oh yeah. Leute, wir kommen wieder zurück. Ich habe gestern nicht mehr weiter gevloggt, weil ich so viel in der Schule gevloggt habe, dass ich dann gesagt habe, ich vlogge nicht mehr. Wie ihr sehen könnt, ich habe nicht so gute Laune. Aber trotzdem wünsche ich euch einen schönen Tag und ich reiß mich zusammen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Schule. Ich hoffe, ich vlogge diesmal. Mir ist immer so peinlich deshalb. Hi Leute, ich bin schon in der Schule. Ich habe schon vergessen zu vloggen. Tut mir leid. Ja, wir hatten gerade Stunde. Jetzt haben wir Pause. Ich war aufs Klo. Und ja, könnt ihr ruhig reden. Mein Freund, ist das unangenehm, dass ich vlogge. So, nee, unangenehm nicht. Ich habe nur gesagt, ich hoffe, dein Handy fliegt runter. Oh. Seht ihr, solche Freunde habe ich. Versteht ihr, warum ich sage, ich habe keine Freunde? Hi Leute, kommen wieder zurück. Ich habe in der Schule nicht viel gevloggt. Und ich wollte sagen, dass... ich habe wieder voll Blackout. Also ich wollte nur sagen, dass ich das Video jetzt nicht mehr weitermachen werde. Also morgen wäre jetzt noch mein letzter Vlogtag gewesen, aber
Ich höre heute auf, weil ich schon so viel Videomaterial habe, dass ich denke, dass es eigentlich schon reicht, weil ich nicht möchte, dass das Video irgendwie 30 Minuten lang wird, weil es nämlich auch euch als Zuschauer vielleicht langweilt und deswegen möchte ich es nicht zu lang machen. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart und euch mal wieder angeschaut habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Muah.